Koch ABC wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Küchen und Ideen, AMC, Stadtwerke Gotha GmbH, Real und Restaurant XY. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Koch-ABC, hier aus dem Küchenstudio Küchen und Ideen in Gotha Siebleben. Uns kennen Sie bereits. Wir sind Ralf und Ilke Heinemann aus dem Restaurant XY in Gotha am Brühl. Heute wollen wir für Sie den Klassiker Königsberger Klops mit Salzkartoffeln und einem Rote-Bete-Salat herstellen. Für unser Rezept benötigen wir Schweinegehackte, ca. 800 Gramm für ca. 4 Personen, Kartoffeln, Zwiebeln, als Gewürze Lorbeerblatt, Kapern, Pfefferkörner, Salz, rote Beete, ich habe in dem Fall gekochte rote Beete genommen, Eier, Öl, ein Pflanzenöl, Essig und etwas Milch. Wir beginnen mit dem Schälen der Kartoffeln, das wird Ralf übernehmen. Ich werde in der Zwischenzeit das Gehackte für die Königsberger Klops zubereiten. Hier kommt Pfeffer dran. Ich nehme immer Pfeffer aus der Mühle. Schön kräftig würzen, weil die Klopse ja dann noch ins Wasser kommen. Und das Wasser zieht dann auch noch etwas von dem Gewürz raus. Wir nehmen noch Salz dazu. Und ein Vollei. Wir geben die Zwiebeln dazu, die sind in Würfel geschnitten und arbeiten das Hackfleisch gut durch. Wer das nicht mit den Händen machen möchte, der kann das auch gern mit einem Kochlöffel machen. Ich setze jetzt das Wasser auf. Das muss zum Kochen gebracht werden, damit dann die gut durchgemengten Klopse in das Wasser kommen. Auch in das Wasser kommt ein bisschen Salz. An das Wasser für die Klopse gebe ich noch zwei Lorbeerblätter und ein paar Pfefferkörner. An die Masse kommen dann noch die Kapern. Wer nicht gern auf Kapern beißt, der kann sie sich ja auch ein bisschen klein schneiden. Wir nehmen in etwa 2 Esslöffel von den Kapern für die Menge von 800 Gramm Hackfleisch. Auch das arbeiten wir wieder gut durch. Vorsicht bei den Kapern, sie sind sehr salzig. Deshalb sollte man auch das Hackfleisch nochmal probieren, wer es kann, rohes Fleisch zu probieren. Ansonsten dann mit Salz ein bisschen vorsichtiger sein. Und nun formen wir kleine Klößchen. Sie brauchen in dem Fall kein Semmelmehl, weil das durch das Wasser werden ja die Eiweiße gebunden und die Klößchen bleiben zusammen. An die Kartoffeln kommt etwas Salz, in etwa einen Teelöffel. Und stelle sie aufs Gas. Es dauert ungefähr 20 Minuten, bis die Kartoffeln gar sind. Unser Wasser kocht. Jetzt können wir die Klopse reingeben ins kochende Wasser. Wer kein Kapern-Fan ist, kann auch die Kapern bei den Klopsen weglassen. Und die Soße würde ich sie dann allerdings zum Schluss geben. Die Klöpschen sind im Wasser und können jetzt 15 bis 20 Minuten ziehen. Muss nicht unbedingt sehr köcheln. Wenn sie dann an der Oberfläche schwimmen, sind sie gar. Ich schneide die rote Beete für den Salat und tue den Salat vorbereiten. Wir verwenden hier gegarte rote Beete, vorgegarte rote Beete. Man kann natürlich auch rote Beete Knollen kaufen, dann müssen die vorher gegart sein.
Und das wird circa eine Stunde dauern im Salzwasser mit ein bisschen Kümmel kochen. Zum Salat geben wir dann noch Zwiebelscheiben. Wir würzen die rote Beete mit Pfeffer und Salz. Geben die Zwiebel mit dazu. Etwas Zucker, eine Prise. Ungefähr 2 Esslöffel Öl. Und Essig nach Geschmack im Wasser. Das Dressing sollte auch schön kräftig schmecken, weil die rote Beete viel aufnimmt. So, und dieses Gemisch schütten wir über die rote Beete und lassen sie durchziehen. Die rote Beete kann ruhig 1-2 Stunden in dem Dressing ziehen, dann nimmt sie gut den Geschmack von dem Dressing auf und schmeckt dann auch kräftiger. Der Marc kann hier auch ein bisschen Kümmel dran machen, das ist aber nicht jedermanns Geschmack, wir lassen es heute weg. Die Klopse schwimmen an der Oberfläche, die sind gar. Wir nehmen sie raus und lassen sie gut abtropfen. Die Bouillon, die entstanden ist, die sieben wir nochmal durch, um dann die Soße herzustellen. Um die Soße herzustellen, lasse ich Butter aus, wenn die schön geschmolzen ist, geben wir Mehl dazu, soll also eine klassische Mehlschwitze werden, aber nur schön hell, nicht bräunen. Die Butter mit dem Mehl soll gut aufschäumen, das dauert jetzt ein Weilchen. Also die Butter schäumt jetzt gut auf und wir löschen mit der Brühe ab. Geben noch einen Schuss Milch oder Sahne dazu. Gut aufkochen lassen, damit der Mehlgeschmack verloren geht. Kann ruhig 3 bis 5 Minuten köcheln. Wir geben an die Soße noch ein paar Kapern. Wer es mag, kann die Soße noch mit einem Ei binden. Wenn das Ei drankommt, möchte es bitte vom Herd. Ja. Unsere Soße ist fertig und die Königsberger Klopse können wieder rein. In der Zwischenzeit sind auch unsere Kartoffeln gar und ich denke, wir können dann anrichten. Der rote Beetesalat ist somit fertig. Wir dekorieren ihn noch mit etwas Grünem. Wir richten unsere Königsberger Klopse an. Wir nehmen die Kartoffeln. Und geben 1 oder 2 Klopse mit auf den Teller. So, liebe Zuschauer, unser Klassiker, Königsberger Klopse mit Salzkartoffeln und rote Beetesalat. Dazu servieren wir ein kühles Bier. Wir wünschen Ihnen beim Nachkochen viel Erfolg und würden uns freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder beim Koch-ABC hier im Küchenstudio Küchen und Ideen in Gotha Siebleben wiedersehen würden. Ihr Kochteam, Ralf und Ilka Heinemann.
Koch-ABC wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Küchen und Ideen Gotha Siebleben, AMC, Stadtwerke Gotha GmbH, Real und Restaurant XY.